Ja, vielen Dank, Ole. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen, auch im Namen vom Stifterverband und vom Hochschulforum Digitalisierung. Das Hochschulforum Digitalisierung ist der Nährboden quasi, auf dem das White Paper zur Hochschule entstanden ist. Wir haben das Projekt gefördert, weil wir das für eine ganz wichtige Sache halten. Wie viele von Ihnen wissen, habe ich auch schon vorher zu Open Educational Resources gearbeitet. Ich bin also auch persönlich schon länger da drin. Und ich hatte da immer so die Standardrolle des Experten. Das heißt, ich habe irgendwie auf Podien gesessen und als Experte über OER gesprochen. Und heute habe ich das Privileg und die Freude, Fragen stellen zu dürfen. Und das ist mir eine besondere Freude, weil das ist ein Thema, zu dem es wahnsinnig viele offene Fragen gibt und zu denen auch ich ganz viele offene Fragen habe. Und jetzt kann ich ganz ohne Probleme diese Fragen, die sich mir selbst stellen, anderen Experten stellen, ganz, ganz großartigen Leuten. Wir haben heute drei hervorragende Menschen auf der Bühne versammelt. Zwei von denen werden einen Vortrag halten. Das ist zunächst der Herr Dominik Ohr. Dominik Ohr, den ich gleich auf die Bühne bitten werde, ist seit dem Jahr 2002 tätig für das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Seit 2005 ist er dort Kopf des Eurostudent-Projektes. Zu OER hat er vor allem bei der OECD gearbeitet. Da hat er 2013 und 2014 zum Impact von freilizenzierten Materialien geforscht und gearbeitet. Ist damit ein ausgewiesener Fachmann und ich freue mich sehr, Sie jetzt auf der Bühne begrüßen zu dürfen, Herr Ohr. Wenn ich Sie hochbitten darf, ich werde jetzt mal ganz kurz, während ich moderiere, werde ich kurz versuchen, das zu wechseln. So, da sind wir. Und da sind wir auf Präsentation. Und ich übergebe direkt an Sie. Okay, danke. Vielen Dank. Schön. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja, fantastisch. Okay, super. Okay. Ich bin auch Engländer, was er nicht gesagt hat. Also wenn Sie nicht alles verstehen, es liegt nicht nur an der Materie, sondern vielleicht an meiner Aussprache. Also ich vertrete hier ein Projekt, das ich geleitet habe bei der OECD. Wir haben uns mehrmals mit OER beschäftigt. Wir bei der OECD und vor allem in dem Zentrum, dem ich eingegliedert bin, das heißt das Center for Educational Research and Innovation. Wir beschäftigen uns mit Bildungsreformen und Möglichkeiten zur Verbesserung des lehrenden Lernens. Und in diesem Kontext haben wir uns mehrmals mit OER beschäftigt und seit einem Jahr arbeite ich an einem neuen Bericht. Diesen Bericht werden wir in den kommenden Monaten veröffentlichen und bei dieser Präsentation würde ich ein paar der Hauptergebnisse schon vorweg präsentieren. Hauptsächlich geht es mir darum, einfach zu zeigen, wie ist unsere Auffassung von OER, warum interessieren wir uns für OER? Und insofern, das gibt eine gewisse Einordnung von OER, das gegebenenfalls ein bisschen anders ist als in diese zwei White Papers. Ich finde es aber wirklich super, dass ich die Möglichkeit habe, heute zu sprechen und ich freue mich total, dass die zwei White Papers veröffentlicht werden. Es ist für uns immer ein bisschen abstrakt, wenn wir uns mit internationaler Entwicklung beschäftigen. Und insofern ist es sehr schön, wirklich zu sehen, was genau auf dem Boden sozusagen im nationalen Bereich geschieht und wie ich glaube, wie alle wissen, wenn Deutschland jetzt aktiv wird in OER, das bedeutet wiederum, dass das eine Referenz ist für viele andere Länder auch. Okay, also ich habe hier meinen Titel, denn das ist im Prinzip diese Einordnung, die wir haben. Also wir haben schon geschaut, was gibt es für OER-Initiativen in der Welt. Aber wir haben gemerkt, also die Debatte ist sehr fokussiert auf OER und dann, was kann man mit OER machen? Und aus politischer Sicht, was uns interessiert, ist vielmehr die andere Perspektive. Was sind die großen Herausforderungen gerade in der Bildungspolitik oder im politischen Feld? Und wo kann OER dazu beitragen?
Das wird der erste Teil meiner Präsentation sein. Im zweiten Teil gehe ich auf den anderen Punkt ein. Wir sind auch gleichzeitig davon überzeugt, dass OER Unterstützung braucht durch politische Maßnahmen, um dieses Potenzial zu entfalten. Und insofern gehe ich kurz auch darauf ein. Hier sehen Sie, nur zu meiner Person kurz, ich bin externer Berater bei SERI. Das Projekt und auch die Hauptarbeit zu OER wird geleitet von Dirk van Damme, und das sind unsere beiden Twitter-Adressen dabei. Entschuldigung, das war falsch. Also die Erkenntnisse von unserem Projekt. Also wir sind schon überzeugt, dass OER zur Bewältigung von aktuellen bildungspolitischen Herausforderungen beitragen können. Wir sehen aber OER, und in den Papieren sieht man auch was Ähnliches, also wir sagen, OER selber können allein nicht so viel leisten. Wir sehen die wirklich eher als Katalysator für soziale Innovation, also für einen anderen Umgang mit Lehrenden, mit Lernenden und eben diese Interaktion zwischen Lehrenden, Lernenden und Inhalt. Natürlich, was sehr interessant ist bei OER, ist ja die freie Lizenzen, die bedeuten, dass man auch Bildungsinhalte verbessern kann, verteilen kann und neu remixen kann, wie man sagt. Insofern, das ist sehr interessant für uns, dass es diese längere Lebenszyklus gibt bei OER. Dieser Prozess der Anpassung und Iteration kann die Qualität und Verbreitung von Bildungsressourcen verbessern. Also das sind sozusagen unsere drei Haupterkenntnisse. Gleichzeitig, wie gesagt, wir wollten ein bisschen weg von der Euphorie zur OER, weil es gibt viele sehr aktive Personen im OER-Bereich, die auch die ganze Entwicklung über die letzten 10 Jahre vorangetrieben haben. Aber wir wollten sehen, okay, wenn wir die Perspektive leicht verändern, wir sagen, okay, wie würde das eher im politischen Kontext, wie würde man das im Bildungskontext eher sehen? Daher, normalerweise ist es ja so, dass man vom Mainstreaming spricht, und wir sagen, okay, wenn OER im Mainstream sein will, muss es Probleme aus dem Mainstream bewältigen. Und das bedeutet, wie hier steht, es muss zur Verbesserung von verschiedenen Aspekten des Bildungsangebots beitragen. Im Rahmen politischer Herausforderungen. Daher haben wir 6 verschiedene Herausforderungen herauskristallisiert, die wir meinen, für die meisten Bildungssysteme in der Welt relevant sind. Ich sollte auch sagen, in diesem Bericht, wir differenzieren nicht zwischen verschiedenen Bildungsbereichen, nicht zwischen Ländern und nicht zwischen Bildungsbereichen. Insofern ist der Bericht in gewisser Weise ein bisschen abstrakt auf der Ebene. Deswegen wiederum finde ich das sehr schön bei den 2 White Papers, dass die spezifisch auf einen Sektor fokussiert sind. Also, die 6 Herausforderungen. Auf der einen Seite Förderung der Nutzen neuer Lernformen für das 21. Jahrhundert. Was wir damit meinen, ist die Einbeziehung von Lernenden in die Gestaltung ihrer eigenen Bildungsressourcen und die kollaborative Zusammenarbeit mit anderen Lernenden. Förderung der professionellen Entwicklung und des Engagements von Lehrenden. Diese Entwicklung, dass man sagt, okay, wir möchten mehr auf die Lernenden eingehen, wir möchten die Lernenden aktiver machen im Lernprozess, bedeutet neue Herausforderungen für Lehrenden. Und insofern, wir finden schon, dass Lehrenden hier positiv mit dieser Herausforderung umgehen können. Sie können ja ihre Bildungsressourcen damit überarbeiten und für die Umgebung, in der sie arbeiten, maßschneidern. Natürlich bedeutet das, vielleicht merken Sie durch meine kleinen Nebenkommentare, bei jedem von diesem Potenzial, was wir hier kurz skizzieren, gibt es auch
gibt es auch die Notwendigkeit, dass man diese Entwicklung unterstützt. Also das sind quasi reine Potenziale und die geschehen nicht von selber. Daher kommen wir im zweiten Teil eben zu politischen Handlungsfeldern. Öffentliche und private Bildungskosten können in gewisser Weise schon begrenzt durch die Verwendung von OER. Das kommt aber darauf an, wie OER verwendet werden. In dem Positionspapier von der KMK im BMBF wird auch auf diesen Punkt eingegangen, wo man sagt, also man kann vielleicht nicht erwarten, dass Bildungskosten wirklich gespart werden können. Das ist ein bisschen eine Reaktion auf die große Debatte in den USA. In den USA, der ganze Fokus der Debatte bei OER ist eigentlich, dass wir Geld sparen können. Und wir finden auch, das ist eigentlich irreführend. Das ist nicht unbedingt das Interessanteste. Wenn man Geld sparen kann, ist es okay. Aber vielleicht ist es eben eine falsche Erwartung. Die anderen drei Punkte von den sechs Herausforderungen. Qualität für Bildungsressourcen, die müssen jetzt laufend verändert und verbessert werden. Wir sagen, das ist deswegen, weil das Wissen sozusagen und der Wissensvorrat verändert sich die ganze Zeit, weil man auch pädagogisch nochmal immer überlegt, wie kann man auch Wissen besser heranbringen. Und natürlich, weil es wird auch in glaube ich, alle drei Papiere Bezug darauf genommen, dass die Lernenden eher eine heterogene Gruppe werden, sodass man auch Lerninhalte auch gegebenenfalls anpassen müssen. Das kann man auch nochmal machen, dadurch, weil OER eben das relativ gut erlauben. Verbreitung des Zugangs zu hochwertigen Bildungsressourcen, das ist auch nochmal ein Argument, das man vor allem sehr stark betont hatte vor vielleicht 5 oder 10 Jahren. Und vor allem eigentlich ging es hauptsächlich darum, dass man sagt, gute Produkte, die wir haben oder gute Ressourcen, die wir haben, sozusagen im Norden können auch verwendet werden im Süden, also zum Beispiel in Afrika, also internationale Entwicklung. Das ist zwar richtig, aber ich glaube, was man auch erkennen muss, es gibt andere Grenzen zum Zugang zu guten Lehr- und Lerninhalt. Das ist zum Beispiel schon das Land, aber es ist auch Bildungssektoren. Also wenn etwas entwickelt worden ist für den beruflichen Bereich, warum kann man das nicht im allgemeinen bildenden Bereich verwenden? Und natürlich haben wir auch die Stratifikation zwischen Bildungsinstitutionen, die wir auch zunehmend haben. Und OER kann gegebenenfalls helfen, auch indem man auch Ressourcen, die entwickelt worden sind in einem Bereich, gut verbreiten kann in anderen Bereichen. Letzter Punkt, Reduzierung der Hindernisse zu Lernmöglichkeiten. Das ist dann eher bezogen auf die Lernenden selber. Unterschiedliche Orte, Zeitpunkte und Tempi entsprechend den Bedürfnissen der Lernenden sind möglich. Das ist natürlich ein Argument, das man nicht allein auf OER bezieht, sondern auf ganz viele digitale Lernmöglichkeiten oder auch Blended Learning natürlich. Das Interessante für uns war, wir haben also ich würde sagen, die Hälfte des Berichtes gehen wir auf diese 6 Punkte ein bisschen mehr ein. Und dann haben wir aber eine Umfrage von OECD-Mitgliedsländern gemacht und wir haben die Regierungen im Prinzip gefragt, von diesen 6 Herausforderungen, auf welche Herausforderung wurde Bezug genommen in nationale politische Initiativen zu OER? Und das Interessante für uns war, es waren hauptsächlich die ersten 2, Förderung neue Lernmöglichkeiten und Förderung der Professionalisierung des Lehrkörpers. Ich habe das gerade betont, in den USA ist der Debatte sehr stark fokussiert auf dieses Kostenargument. Für Europa kann man sagen, das ist auf jeden Fall nicht so wichtig wie in den USA. Also, ich habe schon gesagt, wir sind gleichzeitig davon überzeugt,
dass OER ist nur interessant, wenn es wirklich vom Potenzial wegkommt. Wenn wirklich OER integrieren, wenn sie integriert werden in der normalen Lehr- und Lernpraxis. Und wir sind überzeugt, dass das nur passieren kann, wenn politische Maßnahmen ergriffen werden. Wir sehen schon, wie ich schon gesagt habe, sehr viele interessante eigene Initiativen, kleinere Initiativen. Aber was uns interessiert ist, kann man eigentlich das Positive in das gesamte Bildungssystem wirklich direkt integrieren. Und insofern, wir haben auch unsere Umfrage nochmal ausgewertet und wir hatten im Januar auch ein Seminar unter politischen Entscheidungsträger, um darüber zu sprechen, welche Handlungsfelder gibt es, wo man aktiv sein könnte, um OER nochmal zu integrieren in die normale Praxis. Nur vielleicht, das Einzige, was dieses Bild eigentlich zeigt, ist, wir haben 33 Länder haben an dieser Umfrage teilgenommen. 25 haben zunächst gesagt, dass die aktiv sind, dass die nationale Initiativen hatten zu OER. Was wir bei der weiteren Auswertung festgestellt haben, ist, alle eigentlich sind aktiv im OER-Bereich, bloß nicht immer auf der nationalen Ebene. Also die vier Schlüsselbereiche, wo wir meinen, dass politische Maßnahmen notwendig sind. Und ich denke, das deckt sich relativ gut mit den Papieren aus den letzten Monaten hier in Deutschland. Also wir finden, politische Maßnahmen helfen bei der Einrichtung von Repositorien und Unterstützung die Bereitstellung von OER. Sie helfen bei der Etablierung von Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken zu OER innerhalb des Lehrkörpers. Politische Maßnahmen auf der anderen Seite sind wichtig für Rahmenbedingungen. Und es geht hauptsächlich häufig um die Rahmenbedingungen des formalen Bildungssystems, also zum Beispiel Qualitätssicherungssysteme, natürlich diese ganze Sache mit Urheberrecht, also wie und auch wie man mit Bildungsressourcen überhaupt umgeht. Und natürlich diese Richtlinien, je nachdem in welchem Land wir sind, in Deutschland oder in den USA oder in einem sehr zentrales Land, diese Maßnahmen würden auf unterschiedliche Ebenen stattfinden. Was wir wirklich finden, immer noch fehlt, und das wurde nochmal diskutiert, glaube ich, in der letzten Podcast zu dem Positionspapier von BMBF und KMK, ist nochmal, dass es gibt wirklich zu wenig Forschung, die wirklich sich befasst mit Umgang mit Bildungsressourcen und Umgang und den neuen Umgangsmöglichkeiten mit OER. In den USA wiederum, es gibt gerade ein Projekt, wo sie versuchen, sehr ernst mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen. Aber sie sagen von sich selber, es geht wirklich nur um OER als Ersatz für Schulbücher. Und das ist nicht wirklich das Interessante. Also insofern, also wir finden durchaus, und wir haben ein Kapitel in dem Bericht dazu, dass es hier eine große Lücke gibt im Forschungsbereich. Letzter Punkt, was sind unsere nächsten Schritte? Also unsere nächsten Schritte habe ich schon erzählt. Also wir würden unser Bericht Open Educational Resources, a Catalyst for Innovation, im Sommer veröffentlichen. Wir sind im Moment noch nicht ganz sicher, wann der Termin sein wird, weil wir überlegen, gleichzeitig eine große Veranstaltung zu organisieren anlässlich der Veröffentlichung des Berichts. Wir von der OECD haben auch große Interesse, diese Linie, diese Debatte zu OER und Open Education zu verfolgen und nochmal weiter zu bestimmen durch unsere Arbeit und unsere Möglichkeiten, mit Regierungen zusammenzuarbeiten an diesem Thema. Für Deutschland wollte ich nur betonen, ich finde, wie gesagt, es gibt vier wichtige Berichte, die rausgekommen sind in diesem ersten Halbjahr 2015. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und natürlich besonders spannend finde ich in dem Positionspapier, im Fazit dazu, da steht ja, angesichts der sehr dynamischen Entwicklung
sollten aber bereits jetzt die empfohlenen Maßnahmen angegangen werden, weitere Prozesse national und international aktiv zu begleiten. Und wir von der OECD wollen das mit unterstützen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Ohr. Schön, dass Sie, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich würde jetzt gerne kurz Ihnen die Möglichkeit bieten, Verständnisfragen zu äußern. Ich würde jetzt noch nicht in die Diskussion gehen wollen, dafür haben wir danach mehr als genug Zeit. Wenn jetzt konkrete Verständnisfragen an den Herrn Ohr sind, dann hätten Sie jetzt die Möglichkeit dazu, sie zu stellen. Okay, ich sehe, es gibt keine. Dann danke ich Ihnen. Doch, da. Dann, Moment, Mikrofon. Wir brauchen es für die Aufnahme. Nur eine kurze Frage. Ja, in dem Bericht, den Sie veröffentlichten und vor allen Dingen dem Maßnahmenkatalog, welche Maßnahmen zur Evaluation sind dort vorgesehen? Denn wie sich nach meiner Erfahrung herausgestellt hat, ist, dass Evaluation wesentlich zur Verbreitung beiträgt. Also Sie meinen, es wäre wichtig, dass Evaluation ist wichtig für die Verbreitung von OER, und Sie fragen, wie wir uns damit befassen in dem Bericht. Ob Sie sich damit auseinandergesetzt haben und wenn ja, in welcher Form? Also im Prinzip, das ist so, also diese Frage der Evaluation würde ich eigentlich in dem Bereich Forschung nochmal unterbringen. Also im Prinzip, wir sagen, man braucht Evaluation von einzelnen Initiativen. Man kann evaluieren parallel zu den, also im Prinzip begleitende Evaluationen machen, aber wir brauchen auch Meta-Forschung, die versucht, besser zu verstehen, wie man mit OER umgeht, sodass man auch gute Praxisen erkennen kann, und insofern auch diese Idee von Showcasing. Ja, gerne. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann danke ich Ihnen erstmal sehr.